Keely Anna Louise Bunker wurde am 7. September 1999 in England geboren. Sie war das zweite Kind von Christopher und Deborah. Leider trennte sich das Paar, aber das hinderte die beiden nicht daran, eine gesunde Beziehung aufrechtzuerhalten und sich weiterhin gemeinsam um die Kinder zu kümmern. So verbrachten die Kinder gleichermaßen viel Zeit mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Keelys Familie und Freunde beschrieben sie als freundliches und rücksichtsvolles Mädchen, das Kinder sehr liebte. Aus diesem Grund strebte Keely eine Karriere im Bildungswesen an. Nach dem Abschluss der Sekundarschule unterbrach sie ihr Studium und arbeitete als Kellnerin. Nebenbei suchte sie stets nach Möglichkeiten, mit Kindern zu arbeiten, obwohl sie kein pädagogisches Hauptfach studiert hatte. Im September 2019 erhielt Keely wenige Tage nach ihrem 20. Geburtstag ein Stellenangebot als Hilfskraft für Kinderbetreuung in einer örtlichen Kindertagesstätte. Zusammen mit der Leiterin der Einrichtung vereinbarte Keely einen Termin für ein Vorstellungsgespräch am 19. September. Am 18. September traf sich Keely mit ihren Freunden. Sie planten, ein Konzert zu besuchen und Keelys letzten Geburtstag nachzufeiern, da sie bisher nicht dazu gekommen waren. Ihre Freunde waren Monique, Keelys beste Freundin, und Wesley, ihr langjähriger Freund. Wesley schaffte es nicht zum Konzert, da er sich verspätet hatte. Die Gruppe verabredete sich also, sich nach dem Konzert zu treffen und in eine Disco zu gehen. Um 22 Uhr trafen sie sich vor dem Konzertsaal und begaben sich in einen Club in der Nähe. Eine Überwachungskamera am Clubgebäude zeichnete den Moment auf, als die Gruppe das Gebäude betrat. Es gab noch weitere Aufnahmen von diesem Abend, die von den jungen Leuten gemacht wurden. Später posteten sie Videos auf Social Media, auf denen Keely und Wesley beim Tanzen zu sehen waren. Offensichtlich hatte einer der drei diese Videos mit einem Mobiltelefon aufgenommen. Außerdem wurde Keely von einer anderen Überwachungskamera gefilmt, als sie etwas aus einem Automaten kaufte. Mehrere Zeugen, die ebenfalls in der Diskothek anwesend waren, berichteten, dass Keely und ihre Freunde während ihres Aufenthalts viel Alkohol getrunken hatten. Den Berichten zufolge verließen die jungen Leute am 19. September gegen 3 Uhr morgens den Club. Sie riefen ein Taxi und fuhren zum Haus von Monique. Dort baten sie den Taxifahrer, sie abzusetzen. Als sie gegen 3.30 Uhr morgens an ihrem Zielort ankamen, gingen die jungen Leute in Moniques Wohnung im oberen Stockwerk. Bei sich zu Hause fragte Monique Keely, ob sie dort bleiben wolle, da sie alle viel getrunken hatten und es dort sicherer sei. Keely antwortete, dass sie nach Hause gehen würde, da sie einen Termin für ein Vorstellungsgespräch hatte und sich ausruhen und frisch machen musste. Sie erklärte auch, dass Wesley, der in der Nähe ihres Hauses wohnte, sie nach Hause begleiten würde. Keely war der Meinung, dass sie in Wesleys Begleitung sicher sei und sich keine Sorgen machen müsse. Keely und Wesley kannten sich schon seit über 15 Jahren. Sie waren seit dem Kindergarten befreundet und gemeinsam aufgewachsen. Keely vertraute Wesley bedingungslos. Keely zog sich schnell um und tauschte das leuchtend orangefarbene Kleid, das sie in der Disco getragen hatte, gegen bequemere Kleidung. Dann verließen die jungen Leute Moniques Wohnung und machten sich auf den Heimweg. Keely und Monique vereinbarten, dass sie am nächsten Morgen telefonieren und sich austauschen würden. Zu diesem Zeitpunkt wusste Monique noch nicht, dass dies das letzte Mal war, dass sie Keely lebend sehen würde. Einige Stunden später entschied Monique, Keely anzurufen, um sicherzugehen, dass sie wach war und sich auf ihr Vorstellungsgespräch vorbereitete. Monique wusste, dass Keely von diesem Job geträumt hatte und sie wollte nicht, dass ihre Freundin verschlief. Allerdings konnte Monique Keely nicht erreichen, da ihr Handy ausgeschaltet war. Das erschien ihr seltsam, da Keely normalerweise immer ihr Handy bei sich trug und stets darauf achtete, dass es genug Akku hatte. Monique dachte, dass Keely es möglicherweise nicht nach Hause geschafft hatte und bei Wesley übernachtete. Monique schickte dem jungen Mann eine SMS, erhielt jedoch keine Antwort. Ihre Sorge um ihre beiden Freunde wuchs immer mehr. Schließlich entschied sie sich, Wesley anzurufen. Sein Handy war eingeschaltet und er nahm ab. Monique fragte ihn, wo Keely war, woraufhin Wesley ihr eine ziemlich seltsame Geschichte erzählte. Wesley erklärte Monique, dass ihm auf dem Weg zu Keelys Haus schwindelig geworden war, vermutlich aufgrund des Alkohols, den er getrunken hatte. Schließlich wurde ihm übel und er konnte nicht mehr weiterlaufen. Laut Wesley hielten sie an einer Telefonzelle an, die nur wenige Blocks von Keelys Haus entfernt war.
Dort sagte Wesley Keeley, dass sie sich trennen und jeder einzeln nach Hause gehen solle. Er behauptete, dass Keeley damit einverstanden war, da sie sich bereits in der Nähe ihres Hauses befand und glaubte, dass ihr nichts passieren würde. Als Monique diese Geschichte hörte, war sie wütend auf Wesley. Monique beschloss schließlich, das Haustelefon von Keeley anzurufen und ihre Mutter zu fragen, ob Keeley nach Hause gekommen war. Sie sprach mit Keeleys Mutter und ihrem Stiefvater, aber sie sagten, dass Keeley nicht nach Hause gekommen sei. Keeleys Mutter dachte, dass ihre Tochter vielleicht bei ihrem Vater sei. Sie wollte ihn nicht stören, da er gesundheitliche Probleme hatte und beschloss daher, noch eine Weile zu warten. Es näherte sich die Mittagszeit und Keeley war immer noch nicht aufgetaucht. Dadurch verpasste sie das Vorstellungsgespräch und es wurde offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Als zweite Kontaktnummer hatte Keeley die Nummer ihres Vaters in ihrem Lebenslauf angegeben. Unter dieser Nummer erhielt er einen Anruf von der Kindertagesstätte, bei der sie sich beworben hatte. Das Personal des Kindergartens rief Keeleys Vater an, um herauszufinden, warum seine Tochter nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen war. Auch Keeleys Vater wusste nicht, wo sie war. Er vermutete, dass seine Tochter möglicherweise krank sei und rief daraufhin ihre Mutter und anschließend ihre beste Freundin an. Monique erzählte Keeleys Vater alles, was sie zu diesem Zeitpunkt wusste. Keeleys Vater rief daraufhin Wesley an, um weitere Fragen zu stellen. Wesley wiederholte das, was Monique ihm zuvor erzählt hatte. Keeleys Eltern und Freunde hatten keine andere Wahl, als die Polizei zu informieren und das Mädchen als vermisst zu melden. Die Anzeige wurde am selben Tag um 17 Uhr aufgegeben. Die Verwandten und Freunde suchten daraufhin eigenständig nach Keeley und organisierten einen kleinen Suchtrupp. Wesley schloss sich der Gruppe an, um nach Spuren zu suchen. Der Großteil der Suche fand in der Gegend statt, in der Keeley und Wesley lebten, da Wesley der Letzte war, der das Mädchen lebend gesehen hatte. Das Suchteam durchkämmte auch einen kleinen Wald und mehrere Parkanlagen in der Nähe des Wohnortes der beiden. Leider wurden keine Spuren oder Hinweise gefunden. Später stellte sich heraus, dass Passanten im Wigginton Park am Morgen desselben Tages eine Handtasche gefunden hatten. Der Fund wurde jedoch erst am späten Nachmittag gemeldet. Diese Handtasche gehörte Keeley. In der Tasche befanden sich ihr orangefarbenes Kleid, ihr Personalausweis und ihr ausgeschaltetes Mobiltelefon. Dies führte dazu, dass die Suche sich auf diesen speziellen Park konzentrierte. Zu diesem Zeitpunkt entschied sich die Polizei, Wesley erneut zu befragen. Der junge Mann kooperierte und stieg in den Streifenwagen, um den Polizeibeamten den Weg zu zeigen, den er und Keeley in der Nacht nach Hause genommen hatten. Während Wesley bei der Polizei war, setzten Keeleys Verwandte ihre Suche fort. Ihr Onkel machte gegen 21 Uhr eine schreckliche Entdeckung. Er fand Keeleys Leiche unter einem Haufen Äste in einem Bach. Er schrie vor Schreck und die anderen Suchenden eilten herbei, um zu sehen, was geschehen war. Die Polizei sperrte den Bereich ab und begann mit den Ermittlungen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass Keeley erwürgt wurde. Es wurden blaue Flecken und Quetschungen im Halsbereich festgestellt, die darauf hindeuteten, dass sie versucht hatte, die Hände des Angreifers von ihrem Hals zu lösen. Es wurde auch festgestellt, dass sie sexuell missbraucht worden war. DNA-Proben wurden am Körper des Opfers entnommen und zur weiteren Analyse ins Labor gebracht. Währenddessen wurde Wesley auf dem Polizeirevier verhört. Zu diesem Zeitpunkt galt er als der einzige Verdächtige, da er der Letzte war, der Keeley lebend gesehen hatte. Die Beamten versuchten, wichtige Beweise oder ein Geständnis von ihm zu bekommen, da sonst keine Grundlage bestand, ihn festzuhalten. Wesley wurde intensiv befragt, um ihn zu verwirren, aber er blieb bei seiner ursprünglichen Version. Nach seiner Aussage hatten er und Keeley sich um 4 Uhr morgens an einem Ort, der 2 Blocks von ihrem Haus entfernt war, getrennt. Die Polizei hatte genug Hinweise, um Wesley in Gewahrsam zu nehmen. Sie sprachen über Überwachungsvideos, die am Eingang des Parks installiert waren, in dem Keeleys Leiche gefunden wurde. Das Videomaterial zeigte Wesley in der Nacht, in der Keeley verschwand, in diesem Park. Und er war nicht allein dort. Um 4.20 Uhr zeichnete die Kamera auf, wie Wesley und Keeley den Park betraten. Diese Aufnahmen bewiesen, dass Wesley sich um 4 Uhr morgens nicht von Keeley getrennt haben konnte und dass er am Tatort war. Wesley erfuhr von dem Videomaterial, das im Besitz der Polizei war, und schwieg. Später präsentierte die Polizei weitere Beweise, die darauf hindeuteten, dass Wesley das brutale Verbrechen begangen hatte. Eine Bankkarte, die dem jungen Mann gehörte, wurde im Park gefunden.
Die Polizei ging davon aus, dass er sie zur Tatzeit verloren hatte. Später meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und gaben an, Wesley gegen 10 Uhr im Park gesehen zu haben. Die Zeugen beschrieben ihn als ziellos umherlaufend und verstört aussehend. Während die Polizei ermittelte, veranstalten Keelys Familie und Freunde eine Gedenkfeier für sie. Sie versammelten sich in einem Park in der Nähe des Fundorts der Leiche und legten dort Fotos, Blumen und rosa Schleifen nieder, Keelys Lieblingsfarbe. In den folgenden Tagen blieb Wesley in Polizeigewahrsam und war der einzige Verdächtige. Schließlich entschied er sich, der Polizei eine neue Version der Ereignisse offenzulegen. Er gab zu, dass er und Keely tatsächlich im Park waren. Sie hatten beschlossen, noch eine Weile im Park herumzulaufen, bevor sie nach Hause gingen. Sie hatten viel getrunken und wollten in dem Zustand nicht nach Hause gehen, da sie ihre Eltern nicht enttäuschen wollten. Während sie herumspazierten, begannen sie herumzutollen und eine Art Fangenspiel zu spielen. Sie schubsten sich gegenseitig herum und warfen Blätter und kleine Steine. Zu einem bestimmten Zeitpunkt entschied Wesley, auf Keelys Rücken zu springen. Er gab an, dass er die Kraft, mit der er auf das Mädchen gesprungen war, falsch eingeschätzt habe. Keely verlor das Gleichgewicht und rollte eine Böschung im Park herunter. Wesley erkannte, dass sie tot war, als er zu ihr kam. In Panik ließ er die Leiche dort liegen und fühlte sich schuldig. Wesley betonte, dass er Keely sehr geliebt habe und es ihm wehtue, dass er ihr das Leben genommen habe, auch wenn es unbeabsichtigt gewesen sei. Wesleys Aussagen stimmten nicht mit den Ergebnissen der forensischen Untersuchung überein. Außerdem hatte die Polizei Wesley zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt, dass die Ergebnisse des DNA-Tests vorlagen. Die DNA-Proben, die vom Körper Keelys entnommen wurden, stimmten mit Wesleys DNA überein. Dies bestätigte, dass Wesley sie sexuell missbraucht hatte. Bei der dritten Vernehmung, als Wesley über die Ergebnisse des DNA-Tests informiert wurde, änderte er erneut seine Version der Ereignisse. Er gab zu, dass er und Keely tatsächlich Sex hatten, behauptete jedoch, dass es einvernehmlich gewesen sei. Wesley erklärte, dass er seine Hand spielerisch an Keelys Hals gelegt habe, ohne zu erkennen, dass er sie verletzte. Er sei schockiert gewesen über das, was passiert war, und beschloss, die Leiche zu verstecken. Die Polizei glaubte jedoch den Aussagen des jungen Mannes erneut nicht. Der Fall nahm eine neue Wendung, als einige Monate nach Wesleys Verhaftung Mädchen an die Polizei herantraten und angaben, von Wesley zuvor missbraucht worden zu sein. Aufgrund dieser Anschuldigungen wurde Wesley wegen 3 weiterer Missbrauchsfälle angeklagt, die sich in den Jahren 2015, 2017 und 2019 ereignet hatten. Diese Fälle wurden zusätzlich zur aktuellen Anklage wegen Mordes ersten Grades hinzugefügt. Der Prozess begann im Juli 2020 und dauerte 3 Wochen. Die Mädchen, die gegen Wesley aussagten, gaben an, zuvor Angst gehabt zu haben, dies zu tun. Als sie jedoch erfuhren, dass er das Leben eines Mädchens genommen hatte, fühlten sie sich verpflichtet, mit der Wahrheit ans Licht zu kommen und über alles, was er getan hatte, reinen Tisch zu machen. Während des Prozesses legte auch die Staatsanwaltschaft ihre Version der Ereignisse dar. Demnach ereignete sich in den frühen Morgenstunden Folgendes. Als die jungen Leute auf dem Weg zu Keelys Haus waren, beschlossen sie, in den Park zu gehen, wahrscheinlich weil sie viel getrunken hatten und in diesem Zustand nicht nach Hause zurückkehren wollten. Dort schlug Wesley Keely vor, mit ihm zu schlafen, was sie jedoch ablehnte. Das war offensichtlich, denn Keely liebte Wesley wie einen Freund, fast wie einen Bruder. Sie kannte ihn, seit sie ein kleines Mädchen war, und konnte sich mit ihm nur eine platonische Freundschaft vorstellen. Das machte Wesley wütend. Daraufhin stellte er das Mädchen gewaltsam zur Rede und nahm ihr das Leben. Der junge Mann beschloss dann, die Leiche zu dem Ort zu bringen, an dem sie später gefunden wurde. Er nahm die Handtasche des Opfers, schaltete sein Mobiltelefon aus, verstaute es wieder und ließ die Handtasche dort liegen. Wesley hatte jedoch nicht bemerkt, dass er seine Bankkarte zurückgelassen hatte und auch nicht, dass er von Überwachungskameras aufgezeichnet worden war. Anschließend kehrte der junge Mann an den Tatort zurück, was am Vormittag geschehen sein musste. Wesley ging zu der Stelle, an der er Keelys Leiche abgelegt hatte. In diesem Moment erhielt der junge Mann einen Anruf von Monique, die nach Keely suchte. Plötzlich wurde ihm klar, dass jeder über Keelys Verschwinden Bescheid wusste, woraufhin Wesley nach Hause eilte. Wesleys Verteidiger versuchte, seinen Mandanten als einen sozial benachteiligten jungen Mann in seinen 20ern darzustellen, der Schwierigkeiten hatte, neue Freunde zu finden. Er hatte keine Ziele im Leben und kein Verständnis für menschliche Gefühle.
Wesleys Anwälte argumentierten, dass keiner der Vorfälle, die ihrem Mandanten vorgeworfen wurden, Gewalttaten waren, einschließlich des letzten Vorfalls mit Keely. Sie sagten, das Strangulieren sei Teil eines sexuellen Spiels gewesen, bei dem ihr Mandant nicht hören konnte, dass die Geräusche, die Keely machte, nicht lustbezogen waren. Sie argumentierten, dass Wesley nicht in der Lage war, Keelys Gesten zu deuten, weshalb er nicht aufhörte. Folglich beantragten die Anwälte, Wesley nur wegen Totschlags zu verurteilen. Die Geschworenen berieten mehrere Stunden lang und befanden Wesley schließlich in allen Anklagepunkten für schuldig. Im August desselben Jahres wurde er zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit der Bewährung nach 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Wesley war 20 Jahre alt, als er den Mord beging. Mit 50 Jahren wird er zum ersten Mal die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.